So, ich würde sagen, die TeilnehmerInnen haben sich hoffentlich jetzt schon langsam in den virtuellen Raum eingefunden. Deshalb von mir auch nochmal herzlich willkommen zu unserer einstündigen digitalen Kaffeerunde heute. In der Kaffeerunde gibt es jeden Tag, also jeden Konferenztag, einen also inoffiziellen beziehungsweise einen nicht sonderlich durchgetakteten Raum, in dem Diskussionen und auch offene Gespräche geführt werden können, lockere Atmosphäre. Und der erste Teil findet heute zum Thema Kommune trifft Startup statt. Und hier können Sie dann hören, wie Startups ihre Erfahrungen mit Kommunen als Auftraggeber für innovative Projekte austauschen. An dieser Stelle übergebe ich die Moderation aber auch schon an Frau Hillebrand von Stadtland Digital, die jetzt die Einleitung machen wird und auch die ganze Kaffeerunde durchmoderieren wird. Okay. Ja, vielen Dank, Leila Panzi von der DIF-Konferenz 2022. Willkommen bei der digitalen Kaffeerunde von Stadtland Digital. Mein Name ist Annette Hillebrand und ich bin hier mit meiner Kollegin Jana Stuck, die mich unterstützt, vor allem im Chat. Und wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Sie haben sich vielleicht einen Kaffee geholt oder einen Tee. Und wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen heute zum Thema Kommune trifft Startup. Ich begrüße herzlich unsere Gäste. Wir haben drei Startups bei uns, Gründerinnen und Gründer. Das ist einmal Bastian Rosato von Viallytics. Von ihm erfahren wir etwas zu Straßen und Wegen in Kommunen. Das ist für jede Kommune ein spannender Zeit- und Kostenfaktor, die Straßen in Ordnung zu halten. Dann hören wir einen Impuls von Flora Geske. Sie ist CEO und Gründerin von Zoom AI und kümmert sich um leichte Sprache und barrierefreie Websites für Kommunen. Dann hören wir einen Impuls von Timon Berger. Er ist Key Account Manager bei Bonamic und verrät uns, wie man jetzt sicher und auch hygienisch in der Ruhr baden kann bei Bochum, und nämlich mit Hilfe der Badeampel. Und schließlich wird Gisela Matthies, Key Account Executive bei Politea, eine Datenplattform für den öffentlichen Sektor vorstellen, also ein etwas übergreifendes Thema, was auch wieder an die DIF-Konferenz und das übergeordnete Thema Datenökonomie anknüpft. Während der Impulse können Sie Ihre Fragen gerne im Chat parken und wir freuen uns danach auf eine Diskussion, bei der Sie sich auch gerne melden können und sich entmuten und dann hoffentlich auf ein anregendes Gespräch. Und wir starten mit der Straßenzustandserfassungs-App, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wie der eingängige Name da ist. Bastian Rosato, wir sind gespannt. Das erkläre ich gleich sehr gerne. Hoffe, Sie sehen jetzt meinen Bildschirm. Der Ja, wir müsste sehen schon schwarz was, aber sein. es ist noch nichts drauf. Okay. Kommt Ja, noch. alles klar, das passt. Hallo erstmal, mich freut es richtig, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Bastian Rosato, mein Name, Pressesprecher der Viallytics GmbH aus dem schönen Stuttgart. Und bei Viallytics fragen wir uns immer, wenn es um Innovation geht, eigentlich, was ist das Problem? Also, was ist das Problem in der Praxis und für das wir eine Lösung finden müssen? Und das Problem bei Viallytics, oder das wir mit Viallytics lösen müssen, ist dieses hier. Wir haben ein massives Problem bis 2030, dass in Deutschland bis zu 730.000 Mitarbeitende im öffentlichen Sektor fehlen werden. Das hat McKinsey in einer Studie im Jahr 2019 festgestellt. Was bedeutet das denn eigentlich? Das bedeutet eigentlich im Endeffekt einfach nur, immer weniger Menschen müssen immer mehr Aufgaben übernehmen, müssen mehr Verantwortung übernehmen und in diesem föderalen System wird das eben dann nach unten durchgereicht. Ich sage mal nach unten in Anführungszeichen. Und jede kleine Kommune oder auch jede Kommune muss im Endeffekt mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, der Bauhof zum Beispiel ist nicht mehr nur für die Straßen und Wege zuständig, sondern zum Beispiel auch für die Spielplätze, in kleineren Kommunen vielleicht auch für die Grünflächen.
die Leute werden sozusagen zu Tausendsassern und wir möchten diesen Menschen den Alltag erleichtern. Und wie schaffen wir das? Dazu haben wir ein sogenanntes intelligentes Straßenmanagementsystem entwickelt. Das, was Sie hier links sehen in diesem halbierten Bild, das ist so ist der Alltag in vielen Kommunen. Wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann sind das einfach Zettelberge, sind das große Dokumentablagen, über die Mitarbeitenden, die ja eigentlich ihre eigentliche Aufgabe, nämlich sich um gute Straßen zu kümmern, der sie gar nicht mehr Herr werden können. Und aus diesem Grund haben wir eben dieses Strafmanagementsystem, was Sie dann auf der rechten Seite sehen, eben teilweise die App, wie schon eingangs erwähnt, aber eben auch in einem Websystem entwickelt. Und unser Ziel ist es, einfach alle Prozesse, die in Tiefbauamt, im Bauhof, die sich dann mit Straßen, Radwegen und allgemein den Verkehrsflächen befassen, zu digitalisieren und dadurch zu vereinfachen. Wir wollen also weg von der Zettelwirtschaft. Wir wollen hin zu einem ganzheitlichen System, in dem eben alle Aufgaben von der Datenerfassung über die Zustandsanalyse bis eben hin zur Maßnahmen- und Sanierungsplanung in einem System und einfach erledigt werden können. Wie funktioniert das Ganze? Das Kern oder ein Teil dieses Systems ist, wie gesagt, das Elytics Smartphone. Und mit diesem erfolgt die Zustandserfassung. Das heißt, Daten müssen in dieses System gelangen. Das funktioniert allerdings ganz einfach. Sie können das per Smartphone-App erledigen. Die hängen Sie sich in die Windschutzscheibe. Und bei der Streckenkontrolle oder der Befahrung mit dem kommunalen Fahrzeug nimmt das System alle 4 Meter ein Foto der Straßenoberfläche auf. Parallel dazu können auch manuell Markierungen gesetzt werden. Das sehen Sie zum Beispiel im rechten Bild, wenn eben dem Bauhofmitarbeitenden eine schadhafte Stelle zum Beispiel auffällt. So, das klingt jetzt erstmal alles okay, ist eine App, alles klar, ist jetzt auch nicht die Welt. Was ist denn eigentlich der Clou an der ganzen Sache? Und auch das ist eigentlich das, worauf wir besonders stolz sind. Das ist unsere künstliche Intelligenz, die auf jedem dieser Bilder, die ja alle 4 Meter geschossen werden, in 15 Schadenskategorien oder in über 15 mittlerweile, Schäden wie Risse, Schlaglöcher, Flickstellen automatisch erkennen kann, automatisch bewerten kann, miteinander vergleichen kann und im Endeffekt dann eine Zustandsnote für jeden Straßenbereich festlegen kann. Hier sehen Sie in diesem Video, da haben wir wirklich einfach unsere KI drüber laufen lassen, also das ist die echte KI, das ist nicht nachbearbeitet, dass die KI einfach jedes fehlerhafte Element auf der Straßenoberfläche automatisch erkennen kann. Diese Informationen fließen dann in das Vialytics-Web-System am Rechner und da beginnt dann die eigentliche Arbeit. Das ist eine Google Maps ähnliche Ansicht von oben, in der jede Kommune ihren Straßenzustand mit einem Blick sich anschauen kann. Die Daten sind georeferenziert, die Daten haben einen Zeitstempel und aus diesem Websystem und aus all diesen Daten können Sie eben zahlreiche Abläufe, Prozesse innerhalb einer Kommune automatisieren und vereinfachen. Das heißt, filtern von Maßnahmen, priorisieren, Ämter und Kollegen mit diesen Informationen versorgen, aber auch zum Beispiel mit den Ergebnissen in den Gemeinderat gehen, um dort langwierige Diskussionen zum Beispiel abzukürzen. Das heißt, all diese Prozesse, die im Alltag unsere Kunden zu Verlangsamungen der Arbeit führen, die beschleunigen wir mithilfe des Vialytics-Systems. So. Mittlerweile sind das bereits über 200 Kommunen, die uns in Deutschland und Europa, auch zum Beispiel Frankreich, Schweiz, Slowenien, Tschechien, vertrauen. Und meine Frage an Sie wäre dann eigentlich, was würden Sie denn sagen, was könnte die nächste Kommune für Vialytics sein? Wo würden Sie da Bedarf sehen? Ich freue mich auf die Diskussion und gebe wieder zurück zur Moderation. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also spontan kann man ja sagen, Straßenzustandserfassung kennt wahrscheinlich jeder aus seiner eigenen Stadt und aus seinem eigenen Dorf und ist mit seinem Fahrrad schon durch das ein oder andere Schlagloch durchgefahren, hat sich gefragt, wann wird die Straße endlich gemacht. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, dann gehen wir doch erst noch weiter zu Flora Geske von SUM. Ein schöner eingängiger Name. Und sie wird uns jetzt erklären, was es mit SUM auf sich hat. Auch SUM ist bereits im Einsatz. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die nette Anmoderation. Dann werde ich auch einmal geschwind meinen Bildschirm teilen.
das müsste so funktionieren. Genau, mein Name ist Flora Geske, ich bin CEO und Mitgründerin von SAM und unsere große Mission ist es, die Welt verständlich zu machen und zwar verständlich für alle Menschen. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich mein Team und mich. Wir sind ein Team aus KI-Rockstars von der TU München, so stellen wir uns gerne vor, denn wir haben einen technischen Hintergrund, wir haben im Bereich KI geforscht und an praktischen Anwendungsfeldern gearbeitet und haben den Wunsch gehabt, den großen, unser technologisches Wissen für einen gesellschaftlich sinnvollen Zweck einzusetzen. Und ja, wir sind mittlerweile zu neunt an dieser Mission dran. Und wir haben auch ein inoffizielles Teammitglied, was ich immer ganz gern noch mit vorstelle. Und zwar ist das meine Tante. Und meine Tante ist die Inspiration, wegen der wir an SAM arbeiten, denn sie hat eine leichte körperliche Behinderung. Sie konnte dadurch früher nicht so lang zur Schule gehen, wie das heute möglich wäre. Und das heißt, wenn sie im Internet surft, und das macht sie, man sieht sie auf dem Bild, tatsächlich gern, dann trifft sie öfter mal auf Informationen und Texte, die für sie unverständlich sind, weil es lange komplizierte Texte sind, weil Fremdwörter drin vorkommen. Wir hatten gerade die Straßenzustandsanalyse-App oder so ähnlich, auf jeden Fall die langen zusammengesetzten Wörter. Das heißt, das ist für meine Tante schwierig zu verstehen. Ich bringe gern da ein Beispiel mit von den Corona-Regeln. Da kann sich, glaube ich, jeder reinfühlen, dass die zum Teil sehr schwer verständlich sind. Hier auf der Seite von hamburg.de. Und was es gibt, was eine ganz tolle Sache ist für Menschen wie meine Tante, ist eine Textversion in leichter Sprache. Einige von Ihnen kennen das wahrscheinlich. Man sieht es hier in der Mitte mit einem Button. Man kann darauf klicken und kommt auf eine Textversion, die inhaltsgleich ist, aber eben in diesem Sprachstil leichte Sprache ist. Das heißt Kurzsätze, zusätzliche Erklärungen, wenig Fremdwörter, sodass eben Menschen wie meine Tante gut durch den Text kommen und an die wichtigen Informationen kommen. Und das Problem betrifft natürlich nicht nur meine Tante, sondern es geht um mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland, die zum Beispiel Bildungsnachteile haben, die Lernschwierigkeiten haben oder den Migrationshintergrund haben. Und die Gruppe wächst tatsächlich auch noch. Genau. Was jetzt tatsächlich man bei diesem leichten Sprachetext nicht auf den ersten Blick sieht, ist, dass der nicht vom Himmel fällt, sondern dass der bisher händisch erstellt werden musste. Das heißt, so eine Seite kostet mal gut 150 Euro in der Erstellung, dauert, wenn der Text händisch geschrieben wird, 2 Stunden, aber vor allem wartet man bis zu 3 Monate darauf, wenn man von einer externen Übersetzerin oder einem Übersetzer diesen Text erstellen lässt. Und deswegen gibt es noch nicht viele Texte in leichter Sprache und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das Google Translate für leichte Sprache entwickeln. Also ein KI-basiertes Tool, was automatisch jeden komplizierten Text in leichte Sprache übersetzt. Und man sieht es hier auf der linken Seite, es ist ein ganz leichtes Prinzip auch. Man gibt den komplizierten Text auf der linken Seite ein, einfach mit Copy-Paste, klickt in der Mitte auf Übersetzen und bekommt dann auf der rechten Seite die Version in leichter Sprache raus. Und ich zoome an der Stelle ganz gerne nochmal rein, weil sich an diesem Beispiel auch ganz schön zeigen lässt, warum leichte Sprache so eine tolle Sache ist. Wenn wir jetzt hier links auf diesen komplizierten Satz schauen, dann können wir nicht direkt sehen, worum es da geht. Also worum es geht vielleicht schon, aber was jetzt die Kernaussage ist, nicht. Da ist ein Einschub dabei, da sind Substantivierungen drin, alles das, was unsere Sprache kompliziert macht. Und auf der rechten Seite sieht man sehr schön, dass der Zusammenhang eigentlich wirklich super einfach ist. Und das ist das Schöne an leichter Sprache und das ist auch das Schöne an unserem Tool, dass es eben auf Knopfdruck so rauskommt. Genau, wie kann man unser Tool einsetzen? Das, was wir eben gesehen haben, war ein Screenshot von unserer Web-Applikation. Das heißt, ganz einfach in jedem Browser aufrufbar und dann nach dem Prinzip nutzbar, wie ich es eben gezeigt habe. Wir haben aber auch schnell das Feedback bekommen, dass Menschen, die an Texten arbeiten, das normalerweise in Microsoft Word tun. Das heißt, wir haben entwickelt ein Microsoft Word Add-in, wo man in so einem Seitenpanel diese Übersetzungsfähigkeit direkt aufrufen kann, wenn man an einem Text arbeitet und dieses Word Add-in ganz einfach über diesen Microsoft App Store installieren kann. Und wir haben eine Schnittstelle, das heißt, man kann unsere Übersetzungsfähigkeit in leichte Sprache auch in ein System einbinden, was man schon im Hause hat, zum Beispiel ein Content-Management-System. Und ich möchte nur eine ganz kleine Vorschau geben auf einen Use-Case, auf den wir ganz stolz sind und bei dem wir genau das gemacht haben mit der Schnittstelle. Und zwar ist das die Einbindung von unserer Übersetzungsfähigkeit in das Content-Management-System, was hinter der Website hamburg.de, die wir eingangs gesehen haben, liegt. Das heißt, wir haben da mit der Pressestelle ein Projekt gestartet, um zu sagen, wir möchten eigentlich, dass auf Knopfdruck in diesem Content-Management-System alle Artikel, die auf der Website veröffentlicht werden sollen, auch einfach in leichte Sprache übersetzt werden können. Und man sieht es hier links in dem Screenshot, ist ein kleines bisschen klein. Hier ist der Button eingepflegt. Das heißt, wenn man darauf klickt, als jemand, der einen Inhalt auf der Website veröffentlichen möchte, dann wird bei uns im Hintergrund die leichte Sprachübersetzung erstellt. Dann dauert es ein paar Sekunden und dann hat man den Text in leichter Sprache hier als neue Website, die ebenfalls erstellt wird.
kann da nochmal drüber lesen und das entsprechend veröffentlichen. Genau, das hat der Stadt Hamburg sehr gut gefallen. Das kann man hier rechts in dem Zitat lesen. Auch die Zusammenarbeit hat sehr, sehr gut funktioniert. Und es steht hier unten ein bisschen, ich sag mal, klein als Fußnote, aber es ist ein sehr wichtiger Punkt an dieser Zusammenarbeit, und zwar die Kooperation mit GovTech HH. Das ist die Matching-Einheit oder die Matchmaking-Einheit von der Stadt Hamburg, um Startups und die öffentliche Verwaltung zusammenzubringen. Und die schauen ganz konkret nach Bedarfen und finden dann ein entsprechendes Startup, um zusammenzuarbeiten, um diesen Bedarf eben zu erfüllen. Und die haben eine ganz große Rolle gespielt, dieses Projekt überhaupt zustande zu bringen und uns zur Stadt Hamburg, zu hamburg.de zu bringen. Und deswegen möchte ich sie hier nicht unerwähnt lassen. Und genau, das wäre es auch erstmal von meiner Seite zu diesem Use Case als kurze Vorschau. Ich freue mich auf die Diskussion, wenn es Fragen dazu gibt. Und ich möchte nochmal enden mit dem Aufruf zu sagen, verständliche BürgerInnen-Interaktion, verständliche Kommunikation mit BürgerInnen ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt viele Menschen, die das betrifft, und wir möchten, dass alle diese Menschen die BürgerInnen-Interaktion verstehen. Und daran arbeiten wir und freuen uns ebenfalls, wenn es Interesse vielleicht an weiteren Kooperationen gibt. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die anschauliche Vorstellung dieses Tools. Ich glaube, wenn man da einen Blick auf diese Corona-Regeln geworfen hat, dann weiß man gleich Bescheid, was gemeint ist, und erschrickt auch irgendwie über diese doch umständliche akademische Sprache, die sich ja eigentlich wirklich ganz konkret an die Menschen wenden soll, die irgendwie ein Problem haben. Und wenn die dann so viele Fremdwörter, Hauptwörter und so ein bisschen auch Ämterdeutsch sehen, das ist schon sehr abschreckend. Ja, wenn es hier in der Runde Verständnisfragen gibt oder Nachfragen, könnten wir die jetzt auch kurz einschieben zu den beiden letzten Vorträgen. Herr Gehwicke vom Deutschen Landkreistag, schön, Sie zu sehen. Ja, danke schön, vielen Dank. Danke schön für den Vortrag, finde ich sehr spannend. Mich würde mal interessieren, ob das mit GPT-3 funktioniert oder auf welcher Basis das quasi interpretiert wird. Ja, super Frage. Das zeigt auch davon, dass Sie sich technisch tatsächlich auch ein bisschen schon mit dem Bereich Sprache und auch computergestützte Sprachverarbeitung befasst haben. Wir machen das tatsächlich auf Basis von einem Transformer-Modell, also auf einem großen Sprachmodell, einfach weil das die Technologie ist, die sich dazu anbietet und die auch dieses große Kontext und Sprachverständnis in letzter Zeit eben überhaupt erst möglich gemacht hat, technisch. Jetzt ist es so, dass GPT-3 eben so ein Paywall hat, also dafür muss man bezahlen. Das heißt, wir schauen uns ein bisschen um, auch in Richtung eben Eigenentwicklung. Wir experimentieren mit verschiedenen Modellen evaluieren da noch verschiedene Optionen. Entsprechend ist eine Option, aber ist eben auch gerade in der Anfangsphase von einem Startup ein Kostenfaktor. Das heißt, wir gehen eher in Richtung Eigenentwicklung. Vielen Dank. Ja, danke für diese Frage. Ich sehe im Moment keine weiteren Hände. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter, und zwar zu einem Projekt aus dem Ruhrgebiet. Als ich davon gehört habe, war ich total fasziniert, weil wahrscheinlich hätten viele Menschen sich nicht vorstellen können, dass man so etwas braucht vor 10 oder 20 oder 30 Jahren, nämlich eine Badeampel für die Ruhr in Bochum. Und das fand ich so ein tolles Anwendungsbeispiel, dass ich gerne Vonamic da eingeladen habe, und freue mich jetzt auf Timon Berger, der die Badeampel vorstellt. Ja, danke für die nette Einleitung. Ganz genau. So, jetzt sollte, glaube ich, alles klappen, richtig? Das sieht gut aus, ja. Sehr schön, ja. Dann vielleicht ein paar Worte zu mir. Timon Berger, mein Name. Ich bin bei der Vonamic GmbH eingestellt. Wir sind ein Unternehmen, was rund um das Thema smarte Kommunikation und auch IoT-Lösungen und auf der einen Seite und mobile Kommunikation auf der anderen Seite aufgebaut ist. Ich bin gerade eben halt für diesen IT- und IoT-Bereich zuständig. IoT, falls es jetzt noch nicht jedem hier ein Begriff ist, Internet of Things, also die smarte Vernetzung von sonst durchaus alltäglicher erscheinenden Sachen, wie eine Durchflussmessung,
wie dann Smart Metering, also das allgemeine Messen von Daten in jedem Bereich eigentlich. Da kann es um Sonneneinstrahlung gehen etc. Und ja, in dem Zuge, genau, haben wir die Badeampel entwickelt. Der Name klingt ganz gut, weil man, jeder kennt Baden und jeder kennt eine Ampel. Worum genau geht es hier aber? Wir selbst betrachten das mehr als Variante von einem, na, eigentlich größeren Produkt, der Smart Station. Ich gehe mal hier ein Bild weiter. Wie ist das Ganze passiert? Ja, die Stadt Bochum ist auf uns zugekommen, denn es gibt jetzt schon seit längerem oder schon eigentlich schon seit sehr langer Zeit sogar das Bestreben, die Ruhr wieder zum Baden freizugeben. Da schon länger klar ist, dass die Ruhr eigentlich wieder geeignet wäre zum Baden, aber nicht unter jeder Bedingung. Und einer dieser Bedingungen ist eben die Wasserqualität. Und die Wasserqualität wird maßgeblich dadurch bestimmt, dass die Keimbelastung ansteigen kann, wenn es regnet, und die Überlaufbecken, die sozusagen flussaufwärts der Ruhr liegen, irgendwann überlaufen, und die Ruhr ist sozusagen ja, das Sicherheitssystem davon. Das heißt, diese Auffangbecken werden irgendwann alle in die Ruhr dann laufen, wenn es zu viel regnet, oder das tun sie halt dann regelmäßig. In den Überfangbecken sind aber halt, ist die Keimbelastung teilweise zu hoch, sodass es durchaus ein Risiko sein kann, da zu baden. Klar, man muss jetzt nicht irgendwie damit rechnen, dass man direkt irgendwie tödlich erkrankt, wenn man das tut. Das haben Menschen natürlich auch so schon getan, ganz klar. Aber der Stadt war es halt eben wichtig, wirklich den Leuten zugesichert sagen zu können, ey, ihr dürft hier baden. Und wie macht man das am besten? Na klar, mit einem System, was eigentlich alle, egal wo man herkommt, irgendwie kennt, nämlich eine Ampel, die auf Rot schaltet und auf Grün schaltet mindestens. Ist also klar, Grün ist Go und Rot ist No, sage ich jetzt mal. Bedeutet, bei Grün ist die Keimbelastung akzeptabel und die Leute dürfen dementsprechend baden. Und bei Rot ist die Keimbelastung zu hoch und Leute dürfen nicht baden. Das ist zwar manchmal schwierig zu verstehen, weil es kann auch gerade Sonnenschein sein, aber am Tag vorher hat es geregnet und die Keimbelastung ist immer noch zu hoch, dann ist die Ampel leider immer noch auf Rot geschaltet. Deswegen wurden da auch zum Beispiel diverse QR-Codes angebunden mit Videoerklärungen etc., um das den Leuten verständlich zu machen vor Ort, die da auch sind und sich dann direkt informieren können. Und in dem Zuge ist die Stadt Bochum auf uns zugekommen, hat gesagt, hey, wir werten diese ganzen Daten per Radar aus, haben sie also digital vorliegen, schalten das Ganze auch auf unserer Website, dass man das online nachgucken kann, aber es ist halt nun mal wichtig für die Leute vor Ort, das auch zu wissen. Habt ihr da eine Lösung, die halt einfach nicht erfordert, dass man, ich sage jetzt mal, einen Sicherheitsdienst einstellt, der 24/7 bereitsteht, um letztendlich dann dahin zu fahren und ein Schild umzudrehen, wo steht Baden erlaubt, Baden nicht erlaubt. Und da haben wir gesagt, ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Und so ist es halt zu dieser Badeampel gekommen. Man sieht jetzt einmal im Bild rechts und einmal auch im Bild links vom Konzept zur Realität. Wir haben uns also Gedanken gemacht, okay, gut, was brauchen wir alles da an Ort und Stelle? Klar, an dem Ruhrabschnitt da ist keinerlei Infrastruktur. Das heißt, wir haben keinen Stromzugang, auch kein Internet oder Ähnliches ist da irgendwie gelegt, keine Wände oder sowas. Das heißt, es war klar, dass eine autarke Lösung her musste. Eine Lösung, die auch nachhaltig funktioniert und mit möglichst wenig menschlichem Eingreifen. Einfach weil klar ist, wenn man schon mal sowas aufsetzt, dann sollte man es auch vernünftig machen. Und digital und automatisiert denken heißt auch eigentlich im Endeffekt immer nachhaltig denken. Gerade, wie das ja auch schon eingangs im ersten Vortrag erwähnt wurde, durch die stark eingeschränkte Personalverfügbarkeit für Städte ist klar, dass man da einsparen muss, wo man kann. Und dabei geht es ja gar nicht darum, irgendwie Personal zu entlassen, sondern das Personal deutlich sinnvolleren Aufgaben zuzuweisen. Genau. Wie war der grobe Projektauflauf, Ablauf? Das werde ich hier einmal grob umreißen. Die Stadt ist auf uns zugekommen. Da die Stadt uns auch schon vorher als IoT- und IT-Lösungsspezialist kennengelernt hatte, in einigen anderen Bereichen, dann ging es erstmal darum zu gucken, okay, wie sieht es um die Machbarkeit aus? Und natürlich auch klar, irgendwie der Punkt Kosten, lohnt sich das für die Stadt? Und da kann ich, glaube ich, für eigentlich alle IoT-Projekte wirklich wahrscheinlich auf der Welt sprechen. Wenn man
auch nur ein paar Jahre in die Zukunft rechnet, werden sich solche Automatisierungsprojekte immer lohnen auf Dauer. Egal, wie hoch die Investitionskosten sind, ganz klar, aber dafür gibt es natürlich auch dementsprechend dann auch Fördertöpfe für die Kommunen. Der lange Prozess war dann wirklich innerhalb der Stadt Bochum. Klar, das ist so vielleicht auch manchmal so ein Vorurteil, was man allgemein als Bürger gerne hat, irgendwie, dass bei den Ämtern durchaus mal Sachen länger dauern können. In dem Fall war es halt eine besondere Herausforderung auch für die Stadt selber, weil halt sehr viele verschiedene Leute innerhalb der Stadt beteiligt waren. Da ging es um Sport, da ging es natürlich auch um das ganze Thema Gesundheit, super viele Badeauflagen, die allgemein in Deutschland erfüllt werden müssen, das heißt auch Rechtsstandards mussten da gesichert werden. Dann wurde auch vor Ort zusammengearbeitet mit Vereinen, die sowieso schon an dem Fluss regelmäßig halt einfach vor Ort sind, die dann bei der Überprüfung geholfen haben etc. Da gab es also für die Stadt einiges zu tun und genau im Anschluss ging es dann für uns darum, okay, uns zu verzahnen mit dem Dienstleister, der für die Radardaten zuständig ist. Man muss dazu sagen, das Ganze ist nicht nur über Radardaten möglich, sondern auch typische Durchflussmessung. Also da ist auch für die Stadt theoretisch durchaus noch Verbesserungspotenzial, aber wir haben halt an diese Daten angeknüpft und letztendlich bis zur Montage vor Ort wurde dann vor uns das ganze Konzept aufgebaut. Man hatte ja auch hier gerade, ich gehe nochmal ein Bild zurück, gesehen, es handelt sich da um zwei Leuchtpaneele, die abwechselnd geschaltet werden, mit einem Schaltschrank hinten drin, mit einer Batterie und oben einem Solarpanel, damit man halt auch mal wolkige Tage gut überbrücken kann. Und ja, wie sehen wir das Ganze? Für uns ist ist der Ansatz eigentlich noch viel größer, denn was haben wir letztendlich entwickelt? Wir haben eine Lösung entwickelt, wo an einem Ort ohne Internet und ohne Stromzufuhr praktisch einfach nur ein Pfosten steht und wir haben sowohl Strom als auch das Internet dahin geschafft. Und wenn man diese zwei Komponenten hat, dann werden sich vielleicht viele schon denken können, ist sehr, sehr viel mehr möglich, als nur zwei Leuchtpaneele zu schalten. Und deswegen haben wir das Ganze als ein viel größeres Produkt betrachtet. Das haben wir die Smart Station genannt. Was soll die Smart Station sein? Die Smart Station soll im Prinzip ein Hub sein, sage ich jetzt mal, wo klar ist, modular erweiterbar, können dadurch viele Sachen realisiert werden, die sonst aufwendig irgendwo installiert und angeknüpft werden müssten. Bedeutet sowas wie Public Wi-Fi, natürlich ein ganz großes Ding, den Leuten freien Internetzugang zu geben, ist natürlich jetzt nicht ein eingetragenes Grundrecht, aber alles klar ist, oder allen sollte wahrscheinlich klar sein, dass das einfach sehr viel möglich macht für Menschen vor Ort und natürlich auch einen gewissen Attraktivitätsgrad einfach an Orte gleichzeitig bringt. Das Ganze auch mit hoher Geschwindigkeit. Wir leben ja auch in Zeiten von 5G. Natürlich gibt es sie nicht an jeden Orten, aber die Ausleuchtung ist mittlerweile doch schon sehr gut, sodass man da auch wirklich, man muss nicht mehr das, ich sage jetzt mal, Deutsche Bahn kein Stream läuft Gefühl dabei haben. Da ist schon deutlich mehr möglich, das Ganze auch mit Public Webcams verbinden zu können, dass Leute sich auf der Website zum Beispiel einer Kommune vorher über den Ort informieren können, indem sie sich wirklich selber live umgucken. Smart Locker, auch eine sehr attraktive Sache, gerade natürlich für Badestellen, weil im öffentlichen Raum, jeder wird es kennen, bei Freibädern, bei allgemeinen Seen, die freigegeben sind zum Baden, irgendeiner muss beim Handtuch bleiben, wenn man Angst hat und auf die Sachen aufpassen. Da ist natürlich ein Smart Locker eine wahnsinnig gute Sache und das ist halt alles modular erweiterbar, weil es ist klar, das Internet ist da, der Strom ist da und die Versorgung erfolgt autark. Und genau in dem Zuge haben wir dann auch gesagt, natürlich in einer anderen Skalierungsgröße lassen sich damit auch sehr gut E-Bikes laden. Da wird gar nicht so viel Strom benötigt, wie man glaubt. Natürlich wird man dann in so einem Fall das Solarpanel hochskalieren und die Batteriegröße auslegen. Aber da gibt es schon einige gute Möglichkeiten, die gängigsten Anbieter als Kabel zur Verfügung zu stellen, sodass auch jeder mit einem E-Bike vorbeikommen kann und das laden kann. Und warum nicht noch weitergehen? Public Signage mit oben drauf zu packen sozusagen als Option bedeutet, die Leute vor Ort zu informieren, nicht nur über eine Tafel, die ein- und ausgeht, sondern über einen Bildschirm, der gesteuert wird, wo man im Prinzip alles darstellen kann, was man letztendlich will. Sei es wirklich Werbung, auch für Freibäder, die ja oft
Probleme haben, sich zu finanzieren. Seien es allgemeine Regeln für den Ort, an dem sich gerade dieser Pfosten befindet. Seien es Videos zur Information der Leute, die vor Ort sind, Preise, die gerade vor Ort gelten, etc., vieles mehr. Sie sehen also, das Ganze soll wirklich ein bisschen größer gedacht sein, als eine Station, die man modular einsetzen kann, um leicht mit Internet und Stromversorgung einfach Orte smarter zu machen und das ohne groß Infrastruktur dafür aufzubauen, weil es eben halt einfach, naja, vor Ort sehr einfach zu installieren ist. Ja. Das war's so, sag ich mal, grob von unserer Seite auf jeden Fall. Wenn Sie dann eine Frage haben, können Sie die natürlich gerne stellen. Soweit ich das verstanden habe, werden ja vielleicht am Ende nochmal Fragen gestellt. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Zuhören und würde wieder zurückgeben an die Moderation. Ja, vielen Dank für die Erläuterung der Badeampel. Also ich fand vor allen Dingen spannend auch, wie ihr in unserem Vorgespräch erklärt habt, wie eigentlich die Ursprungsplanung der Stadt Bochum war. Nämlich das war tatsächlich so, irgendwo misst einer, vielleicht kannst du das nochmal erläutern, fährt dann raus und damit man die Ersparnis oder die Vereinfachung des ganzen Prozesses auch nochmal verdeutlicht. Sehr gerne, sehr gerne. Also ein manueller Prozess, der immer da sein wird, da kommt man schwerlich drum, ist, dass die Wasserqualität getestet werden muss. Das muss aber nur situativ erfolgen, nämlich wenn diese Überlaufbecken überlaufen. Der Teil wurde automatisiert und auch an uns smart übergeben. Was nicht automatisiert geworden wäre, wäre halt eben diese Badeampel gewesen. Das heißt, da wäre wirklich ein Schlüsseldienst, ein Sicherheitsdienst, hatten ein Dienstleister engagiert worden, der zwangsweise, weil man weiß ja nie, wann umgestellt wird, 24/7 in Bereitschaft hätte sein müssen und dann wirklich einfach vor Ort mit dem Auto ins Naturschutzgebiet hätte fahren müssen, weil klar, der Schlüsseldienst kommt dann da auch nicht per Fahrrad und dann hätte ein Schild oder eine Lampe eingeschaltet werden müssen, die gesagt hätte, jetzt Baden erlaubt, Baden verboten und bei beiden Zustandsänderungen natürlich. Und ich kann sagen, das ist jetzt in dem Sommer, wo die Badeampel stand, ich habe jetzt nicht die genauen Daten, aber 20, 30 Mal ist das bestimmt passiert. Immer mal wieder auch bei kleineren Schauern kann es auch durchaus sein, dass die Badeampel dann nur an einem Vormittag gesperrt ist zum Beispiel. Und jedes Mal dafür hätte jemand mit einem Fahrzeug rausfahren müssen, nicht nur eine komplett unnötige Strecke, sondern auch natürlich, wenn man sowas digitalisiert hat, eigentlich eine Aufgabe, die sehr viel einfacher abzulösen ist einfach. Ja, durch sowas Digitales. Vielen Dank nochmal für die Erläuterung. Gibt es sonst aus der Runde schon mal Nachfragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir gerne weiter zu einem etwas übergeordneten Thema, was auch sehr gut heute in die DIF-Konferenz passt, und zwar das Thema Datenplattformen. Ein ganz beliebtes Thema im Moment auch für Kommunen, denn natürlich gibt es viele Daten in den Kommunen und es wäre super und prima, man hätte die verfügbar und könnte dadurch Planungsprozesse vereinfachen, man könnte dadurch neue Ideen generieren und vor allen Dingen fehlen dann auch oft die Verknüpfungen zwischen den Daten vor Ort. Und dazu hören wir jetzt ein Lösungsbeispiel von Politea von Gisela Mattis. Genau, vielen Dank. Vielleicht kurz ein Wort zu mir. Ich bin tatsächlich Verwaltungswissenschaftlerin von Haus aus und habe auch in der Verwaltung gearbeitet und dann auch in der Beratung, kenne also da tatsächlich die Prozesse. Deswegen kann ich mich hier so gut anknüpfen an das, was ich Ihnen zeigen möchte. Und ich nehme mal an, viele von Ihnen kennen das auch. Häufig wird aktuell schon mit Daten gerade in der Verwaltung tatsächlich gearbeitet. Also hier gibt es regelmäßige Berichtspflichten, Personalbericht etc., Demografiebericht, aber auch Monitorings, auch sowas zum Beispiel Wasserqualität monitoren etc. Das ist heute
häufig ein sehr zäher und auch ein bisschen ermüdender Prozess. Gewisse Frustration kommt da häufig mit einher, gerade wenn Sie zum Beispiel jetzt sehen, hier diese Person in der Mitte, die damit beauftragt ist, diesen Bericht zusammenzustellen. Die muss mit ganz vielen Data-Ownern tatsächlich dann in Kontakt treten, weil die Daten in diesen Daten-Silos, was Sie hier links so stilisiert sehen, vorliegen, die sind nicht miteinander vernetzt, die müssen dann zusammengesammelt werden, kommen auf unterschiedlichsten Wegen, tatsächlich per E-Mail, werden PDFs hin und her geschickt, Excel-Dateien, was auch immer, die werden dann zusammenkopiert, es gibt Rückfragen und erst dann kann auf Grundlage dieses Berichts dann eine Steuerungsentscheidung erfolgen von der Führungsebene. Die sind dann aber häufig auf der Grundlage von eher veralteten Daten tatsächlich schon, weil es einfach so lange dauert, weil die Daten nicht aktuell vorliegen. Und genau diesen Prozess vereinfachen wir. Wir haben es ermöglicht, dass alle unterschiedlichen Datenquellen, das können Fachverfahren sein, aus den unterschiedlichsten Bereichen, das können Register sein tatsächlich, das können aber auch Daten aus öffentlich zugänglichen Schnittstellen sein, was auch immer. Diese Daten werden integriert in unsere Datenplattform und das ermöglicht es dann, dass man tagesaktuell und automatisiert diese Berichte sich ausgeben lassen kann. Das heißt, durch die einmalige Integration wird auch festgelegt, in welcher Frequenz die Daten in die Plattform integriert werden. Die werden dann automatisiert transformiert, sodass da kein händischer Aufwand mehr notwendig ist. Die werden miteinander verschnitten, da wo es sinnvoll und notwendig ist und werden dann eben ausgegeben, sodass sie weiterverarbeitet werden können. Unsere Datenplattform, das klingt immer so groß, vielleicht einmal so ein bisschen der Blick, was ermöglicht die denn, aus welchen Bausteinen setzt sie sich tatsächlich zusammen. Wir haben natürlich ein Nutzerinnenmanagement, das heißt, wir haben Rollen und Rechte, mit denen wir arbeiten können, sodass wir zum Beispiel auch den klassischen Berichtsweg oder Berichtsprozess aus der öffentlichen Hand abbilden können. Das heißt, jemand pflegt etwas ein, eine andere Rolle gibt das tatsächlich frei und die Führungsebene sieht zum Beispiel nur freigegebene Daten. Aber auch können wir mit unterschiedlichen Entitäten oder Organisationseinheiten arbeiten, dass die immer nur bestimmte Daten tatsächlich auch sehen. Wir haben mit Collect die Möglichkeit, dass nochmal Daten, die nicht vorliegen, erfasst werden können. Das heißt, wir integrieren zum einen bestehende Datenquellen, aber teilweise fehlen auch Informationen und Daten, die zum Beispiel nur dezentral vorliegen. Die können wir dann browserbasiert mit Webformularen tatsächlich abrufen oder erfragen und automatisiert in die Datenplattform integrieren. Ingest ist der Bestandteil, der es ermöglicht, dass diese Daten automatisiert integriert werden. Dass durch Konnektoren oder dass durch einen Push tatsächlich die Daten in die Plattform integriert werden, ohne dass dazu händischer Aufwand notwendig ist. Und das ist zum Beispiel stundenaktuell, tagesaktuell, wochenaktuell, je nachdem, was tatsächlich da auch steuerungsrelevant oder sinnvoll ist, sodass das erfolgen kann. Prepare ist der Baustein, der es ermöglicht, dass diese Daten dann automatisiert transformiert werden, diese Daten erkundet und miteinander verschnitten werden können. Und im Baustein Visualize ermöglichen wir es, dass dann diese Datenanalyse tatsächlich erfolgen kann, dass ich reingehe in die Daten, dass ich nochmal mir den Kontext erschließe, dass ich die miteinander in Verbindung bringe und dass ich sie zum Beispiel visualisiere in klassischen Dashboards. Wir hatten jetzt ja schon andere Beispiele, deswegen hier auch nur kurz benannt. Wir sind tatsächlich eine Software-as-a-Service-Lösung. Da bin ich nachher auch sehr gespannt, ob es da von Ihnen dann Resonanz zu gibt, weil wir merken da tatsächlich mittlerweile einfach ganz viel Bewegung bei unseren Kunden und Kunden, was ja ausschließlich der öffentliche Sektor ist, die da sehr viel offener für sind, und zwar auf allen drei Ebenen der Verwaltung tatsächlich. Wir sind cloud-basiert, das heißt, Sie können sich immer dezentral mit Ihrem Handy tatsächlich auch einloggen. Das ist natürlich, wenn wir über Führungskräfte zum Beispiel sprechen, auch ganz spannend. Das heißt, die Führungsperson im Gremium sitzen, im Ausschuss wird gefragt und kann sich einfach dann schnell auf dem iPad einloggen, Kandidaten abrufen. Es ist sehr leistungsstark und skalierbar. Wir fangen häufig mit einer kleineren Lösung an, wo wir nur wenige Datenquellen integrieren, können es aber dann ad hoc tatsächlich ausweiten, sodass es immer wirkmächtiger auch tatsächlich wird. Thema Souveränität ist natürlich auch gerade bei dem und Sicherheit sind bei dem Thema Daten natürlich wichtig. Das heißt, wir sind ein deutsches Unternehmen. Die Daten bleiben in Deutschland auch lokal, da wir aktuell mit der Open Telekom Cloud zusammenarbeiten. Das heißt, die Server stehen in Biere bei Magdeburg. Wir sind Open Source. Das heißt, die Bestandteile unserer Plattform sind tatsächlich Open Source, was auch nochmal häufig eine wichtige Rolle spielt. Und Thema Datensicherheit. Die Rechenzentren sind BSI-zertifiziert, Ende-zu-Ende verschlüsselt. Und was natürlich wichtig ist, gerade bei personenbezogenen Daten, ist, dass wir auf jeden Fall DSGVO-konform arbeiten.
Ich habe es schon gesagt, ich glaube, wir sind tatsächlich, hatte Frau Hillebrand gerade erwähnt, eines der älteren Startups hier in der Runde. Uns gibt es jetzt seit 4,5, 5 Jahren. Wir arbeiten dementsprechend auch schon mit 70 Verwaltungen auf allen drei Ebenen tatsächlich zusammen. Viel im Bereich Kommune, wo wir unterschiedlichste Lösungen anbieten, weil unsere Datenplattform ist natürlich themenagnostisch. Das heißt, wir machen da zum Beispiel Demografielösungen. Sie sehen hier diesen Knubbel beim Saarland. Wir haben für alle Kommunen im Saarland eine Demografielösung zur Verfügung gestellt. Wir machen Personalberichte und gerade auf Landes- und auch auf Bundesebene machen wir dann aber auch nochmal individuellere Lösungen im Bereich Klimaanpassung, im Bereich Monitoring, Ausbau erneuerbare Energien, aber auch Cybersicherheit. Also querbeet, überall wo Daten besser tagesaktuell oder aktueller ausgewertet werden müssen, können wir tatsächlich einen Mehrwert liefern. Vielleicht einmal, um es ein bisschen konkreter zu machen. Ich habe es jetzt gerade schon angesprochen, wir haben im Saarland flächendeckend diese Demografielösung angeboten. Hier ist einmal der Beispiel unseres langjährigen Kunden Wattgassen. Die sparen sich tatsächlich einfach die drei VZE, die damit betraut waren, dass sie eben da Berichte erstellen und das auswerten und dem Bürgermeister dann immer aktuell Daten vorlegen sollen, dadurch, dass automatisiert erfolgt. Das Einwohnermelderegister ist da angeschlossen. Wir haben dann eigene Prognosealgorithmen tatsächlich nochmal eingepflegt. Das ist ganz spannend. Wir haben nochmal als extra Auswertung ukrainische Staatsangehörige tatsächlich aufgenommen, sodass da gecheckt werden kann, wie ist denn der Zuzug von ukrainischen Staatsangehörigen seit dem 24. Februar. Und hier Herr Greiber, der Bürgermeister, ist zum Beispiel großer Fürsprecher für uns, weil er auch sagt, naja, seit wir Politär nutzen, können wir jeden Kita-Bedarf oder jeden Kita-Platz tatsächlich oder jeder Familie auch einen Kita-Platz anbieten, die einen braucht. Da kann ich mich auch sehr gut mit identifizieren, weil ich kenne dieses Thema und es ist ein sehr schmerzhaftes Thema. Ich glaube, an der Stelle würde ich dann tatsächlich auch wieder zurück an die Moderation geben. Ich könnte da noch viele schöne Beispiele bringen, aber vielleicht kommen ja gleich nochmal Fragen dazu. Vielen Dank. Ja, zu den Beispielen kommen wir gerne gleich nochmal. Und wir haben auch eine Frage im Chat. Ich glaube, die richtet sich auch an alle. Jana. Ja, genau. Eine ganz konkrete Frage im Chat ist, ob Ihre Zusammenarbeit mit Kommunen als Innovationspartnerschaft erfolgt. Und von mir, ich würde noch mal ergänzen, wie die denn mit Kommunen in Kontakt getreten sind. Vielleicht wollen Sie auch anfangen, Frau Matthiesen. Ja, gerne. Was wir tatsächlich jetzt, also unseren ersten kommunalen Partner hatten wir 2018. Das war die Stadt Oranienburg, wie ich nach unserem Gespräch nochmal jetzt erfragt hatte. Und was wir aber tatsächlich, was sich für uns als sehr gut erwiesen hat, wir haben Rahmenverträge mit IT-Dienstleistern abgeschlossen mittlerweile oder sind dabei, immer mehr abzuschließen. Das ist jetzt zum Beispiel im Beispiel vom Saarland ist das der Fall. Das geht über die Ego-Saar. Und so sind wir einfach da jetzt mittlerweile in strategischen Gesprächen mit ganz vielen IT-Dienstleistern, weil dann ist der Abruf einfach leichter. Wir können da auch nochmal leichter, vielleicht auch so ein bisschen standardisierte Lösungen, die aber für viele Kommunen eine große Hilfestellung bieten, anbieten. Und das ist tatsächlich genau, wie wir da aktuell mit Kommunen zusammenarbeiten. Danke, dann machen wir doch einfach sozusagen rückwärts weiter. Ja. Sehr gerne. Ja, ich kann die Frage sehr gut verstehen, weil viele Firmen werden es wahrscheinlich schon erfahren haben, dass es durchaus schwierig sein kann, den metaphorischen Fuß in die Tür zu kriegen bei Kommunen. Bei uns war es tatsächlich so, das war auch definitiv ein längerer Prozess. Wir sind zuerst über das Thema Mobilfunk mit der Stadt Bochum in Kontakt getreten. Und daraus hat sich dann immer mehr entwickelt, sodass wir tatsächlich irgendwann ein Name war, der durchaus mal gehört wurde. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte mitunter auf jeden Fall dabei, dass man nicht irgendeiner da draußen sozusagen ist, weil natürlich werden Kommunen mit Anfragen und Angeboten bombardiert, ganz klar. Aber dass man klar macht, okay, natürlich wollen wir als Firma irgendwie wachsen und auch Geld verdienen, aber es geht uns auch vor allen Dingen darum, irgendwie was zu verändern, was Innovation letztendlich irgendwie immer ist. Und natürlich, dass in gegenseitiger Arbeit einfach auf beiden Seiten natürlich zu verbessern. Also Kommunen werden immer was davon haben, Geschäftsprozesse digitaler zu organisieren. Und wichtig ist es dann halt da, dass die Kommunen
dementsprechend auch das Personal haben, was das Verständnis für solche Lösungen hat, weil oftmals, würde ich zumindest behaupten, scheitert es daran, dass man nicht auf die richtigen Personalien innerhalb der Kommunen trifft, die auch das Verständnis und den Weitblick dafür haben, solche digitalen Lösungen mit in das Umfeld einzubauen und auch so ein bisschen, glaube ich, die Angst zu nehmen, dass dafür die Expertise innerhalb der Kommune gar nicht vonnöten ist, sondern das geht ja meistens dann von Dienstleister-Sicht schon viel weiter, dass man so weit entgegenkommt, wie es geht, auch gegebenenfalls sich Prozesse bei den Kommunen selber anguckt und dann Empfehlungen irgendwie abgeben kann, wie Sachen angepasst werden können. Das ist, glaube ich, super wichtig, weil man kann nicht immer davon ausgehen, dass es halt jemanden da gibt oder Menschen in den verschiedenen Positionen bei Kommunen gibt, die das Verständnis dafür haben. Das müssen diese Leute natürlich auch gar nicht. Da wäre mein Rat an die Kommunen da draußen, was jetzt hier wahrscheinlich nicht immer zutrifft, aber zu sagen, im Zweifel würde ich immer ein offenes Ohr haben und wenn eine Lösung irgendwie seriös erscheint oder auch gerade mit Sachen schon belegt werden kann, dann kann man der Sache natürlich schon mal in gewisser Weise vertrauen. Und ich glaube, wenn man auf der Ebene mit den Kommunen spricht, ist es vielleicht schon einfacher. Vielen Dank. Ja, Hamburg hatte da ja noch ein anderes Modell. Aber wie sah das bei SAM aus mit der ersten Kontaktaufnahme für euer Produkt? Genau, ich habe es eingangs in der Kurzvorstellung schon mal erwähnt. Für uns war ein richtig großer Erfolgsfaktor, dass wir eben mit dieser Public Client Venture Unit zusammengearbeitet haben, mit GovTech HH, wo quasi dieser erste Fuß in die Tür, dieser berühmte, dass wir eben dabei unterstützt wurden. Also wir hatten ein Erstgespräch mit dem Projektleiter von GovTech HH, konnten uns da vorstellen und er wusste sofort, wo gibt es denn einen Bedarf intern, wo kann ich denn jetzt das Gespräch herstellen, dass wir auch gleich mit dem richtigen Ansprechpartner oder der richtigen Ansprechpartnerin sprechen. Und das war in dem Fall jetzt die Pressestelle bei der Stadt Hamburg in der Senatskanzlei, wo einfach auch wir auf den Fachbereich gestoßen sind, die ein wahnsinnig großes Anliegen auch im Bereich Inklusion haben und die mit uns auch unsere Mission teilen. Und das ist jetzt für uns ein ganz toller Use Case, mit dem wir wiederum zeigen können, wir können das, wir können mit der öffentlichen Verwaltung zusammenarbeiten als Startup, auch wenn wir noch jung sind und damit eben auch Vertrauen schaffen und können ein tolles Beispiel mit raustragen, wenn wir jetzt andere Stellen ansprechen. Und das machen wir tatsächlich so auch sehr erfolgreich, weil wir ziemlich genau wissen, nach wem wir schauen müssen. Also wir sprechen mit Behindertenbeauftragten, wir sprechen mit Pressestellen und treffen da jetzt mittlerweile immer öfter auf Fachbereiche, die einfach Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten und unsere Mission teilen. Also das hat uns einen ganz wichtigen Anstoß am Anfang gegeben und war natürlich ein rekordverdächtiger Paradefall auch für die Zusammenarbeit, was die Geschwindigkeit angeht. Das ist sicherlich nicht die Regel. Ja, vielen Dank. Also jetzt noch auch Vialytics. Wir hatten auch schon mal, muss ich sagen, mit einer Kommune Kontakt. So sind wir eigentlich auf das Startup auch gestoßen. Gesagt haben, ach ja, wir machen das hier eigentlich ganz einfach. Wir haben eben da so eine sehr eingängige und gut bedienbare Lösung gefunden für unser Straßen- und Wegekonzept. Und so sind wir da auf Vialytics gestoßen. Und die Kommune war auch nicht groß, sondern die hat so zwischen 6.000 und 7.000 Einwohnern. Also wie hat Vialytics den Fuß in die Tür gekriegt? Ja, schön, dass Sie das Straßen- und Wegekonzept erwähnen. Das ist ja, glaube ich, ein ganz großes Thema, vor allem in NRW. Und tatsächlich, gerade Thema Fördermittel, ist es eben so, dass einige Kommunen in NRW uns eben vor allem nutzen, auch um das Straßen- und Wegekonzept tatsächlich umzusetzen, weil, soweit ich das verstanden habe, eben das auch damit gefördert wird. Auch in Mönchengladbach zum Beispiel haben wir ein Smart City Pilotprojekt gestartet. Das ist aber nochmal ein bisschen anderer Fall. Da geht es nämlich darum, dass Arbeitssuchende eingesetzt werden, um die Befahrung der Radwege in der Stadt mit Fahrrädern zu übernehmen, mit dem Vialytics-System. Also wir haben da unterschiedliche, muss man auch mal vielleicht mal ein bisschen innovativ sein, ein bisschen mal gucken, was sich ermöglicht, aber wir haben auf jeden Fall da verschiedene Möglichkeiten gefunden, damit auch Kommunen Fördermittel nutzen können, um eben die Anschaffung von Vialytics zu erleichtern. Und dieser erste Schritt in die Tür, der ist natürlich besonders wichtig. Und da hatten wir das große Glück, dass wir einen sehr großen Fan hatten gleich zu Beginn. Das ist der Herr Markus Zeitler, damaliger Bürgermeister der Stadt Schönau, heute Oberbürgermeister der Stadt Hockenheim, der uns in beide Städte
integriert hat, großer Fan und auch dieses Fansein, das versuchen wir eben auch immer den Mitarbeitern unserer Partnerkommunen so zu vermitteln. Also jede Kommune bekommt dann einen expliziten Ansprechpartner, einen unserer Kunden Erfolgsmanager, sagen wir dazu, die eben das Produkt sehr eng an den Bedürfnissen des Kunden entwickeln. Das heißt, wir kriegen dann regelmäßig Anrufe oder E-Mails, hey, wir bräuchten bitte von euch noch dies und das und jenes. Und wenn wir das eben oft genug hören, dann entwickeln wir das auch in die entsprechende Richtung weiter. Und dadurch, dass wir eben so eine Fanbase unter den Kommunen haben, finden dann teilweise eben auch Empfehlungen zu einer Nachbarkommune statt. Die reden ja auch alle miteinander. Was habt ihr denn so? Wie macht ihr euch das Leben leichter? Und das hat uns sehr stark geholfen. Man sieht es ja auch, in Baden-Württemberg sehen wir jetzt in jeder 10. Kommune, das ist auch schon mal eine Zahl, dass sich das so gut entwickeln konnte. Ja, danke. Also Rahmenverträge wurden genannt, persönliche Kontakte, die richtigen Ansprechpartner finden in den Ämtern und da ein offenes Ohr gewinnen, auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann natürlich auch diese organisatorische Besonderheit in Hamburg, diese GovTech-Einheit in der eigenen Verwaltung, die auch dafür so eine Art Matchmaking sorgt. Also sehr spannend. Wir haben auch noch weitere Fragen jetzt und von den Teilnehmern. Jana, was gibt es noch? Yes. Es gibt zwei Fragen zum Startup von Itea nochmal. Zunächst einmal zum Geschäftsmodell. Wird pro Connector abgerechnet oder auf welcher Basis sich der Abo-Preis berechnet? Und dann, wie die Anbindung funktioniert, müssen die Fachverfahrenshersteller die Schnittstellen bedienen? Genau, wir haben da zwei unterschiedliche Varianten, beziehungsweise eigentlich sogar mittlerweile drei zum Pricing. Das erste ist tatsächlich, was wir vor allem auf kommunaler Ebene anbieten, ist, dass wir so, ich nenne es so ein bisschen Plug-and-Play-Lösung tatsächlich. Das heißt, für Demografie, für Personalbericht, für das Thema Kita-Planung und Schulbedarfsplanung zum Beispiel, da bieten wir eigentlich sehr gut vorbereitete Lösungen an, wo wir auch mittlerweile einfach viele Konnektoren schon für die gängigen Fachverfahren tatsächlich haben. Das heißt zum Beispiel SAP HCM, das können wir auch sehr schnell tatsächlich integrieren. Und da haben wir dann tatsächlich einfach Festpreise, die dann da auch natürlich für die Kommunen dementsprechend sich anpassen an der Finanzkraft, sage ich jetzt mal, beziehungsweise was eine Kommune auch stemmen kann. Für Land und Bund haben wir tatsächlich dann eher nochmal Packages, die sich dann wirklich auch an der Anzahl der zu integrierenden Datenquellen richten. Und dann auch nochmal da unterschiedlich, den Aufwand in der Datenintegration und Datentransformation bewerten. Was wir jetzt aber auch sehen, ist, dass es nochmal mehr Kompetenz und Kapazitäten seitens der Kunden gibt zum Thema, wir möchten selber mit den Daten arbeiten. Auch so vielleicht ein bisschen Stichwort Souveränität, es soll vor Ort oder im Haus bleiben. Deswegen bauen wir unsere Lösung jetzt gerade weiter oder unsere Datenplattform weiter aus zu einer No-Code-Low-Code-Plattform. Das heißt, ich habe dann tatsächlich die Möglichkeit, dass ich mittelfristig selber auch die Datenkonnektoren oder die Datenquellen anbinden kann und ich kann dann selber in die Exploration, in die Analyse und in die Definition von meinen Solutions gehen. Das ist dann natürlich vom Pricing-Modell tatsächlich nochmal anders, weil ich da einfach ganz viel Flexibilität habe und es richtet sich ja nicht anhand oder nach der Anzahl der Datenquellen, sondern tatsächlich, das sind dann einzelne Lizenzen. Thema, wie kommen die Datenkonnektoren zustande? Es ist nochmal ganz unterschiedlich. Für manche Fachverfahren haben wir jetzt schon gut funktionierende Datenkonnektoren, die zum Beispiel auch APIs anbieten, die wir da nutzen können. Manchmal arbeiten wir dann eben auch mit den regionalen IT-Dienstleistern zusammen, die ja die Fachanwendungen dann häufig hosten und da Data Owner tatsächlich auch sind, sodass wir da dann über diesen Weg den Konnektor aufbauen. Was aber auch funktioniert, ist zum Beispiel, dass wir mit einem Daten-Push arbeiten. Das heißt, es wird ein Skript seitens des Kunden installiert, sodass die Daten dann in der regelmäßigen, in der festgelegten Frequenz tatsächlich auf unseren Server gepusht werden. Wir können die Daten dann integrieren. Das ist dann tatsächlich einfach was, was sehr einfach umzusetzen ist. Ja, danke für die ausführliche Antwort. Ist die Frage beantwortet? Herr Gedeke nickt, glaube ich. Ja, sehr gut. Wir haben noch Zeit für zwei oder drei Fragen. Vielleicht möchten Sie sich entmuten und einfach in die Runde fragen oder vielleicht haben Sie auch eigene Erfahrungen mit Startups, die Sie gern teilen möchten.
Für mich ist noch auch immer die Frage nach den Hürden oder nach den besonderen Herausforderungen jetzt in der Zusammenarbeit mit Kommunen wichtig, weil wir als Stadtland Digital auch versuchen, da immer wieder von der Seite unserer Kontakte, also in Workshops oder in Strategiefindungsprozessen, die wir anbieten, darauf hinzuweisen, dass man doch irgendwie auch innovative Lösungen von kleinen Unternehmen, von Startups integrieren könnte. Was sind da so eure Tipps oder was sind so Tipps in Richtung, wie kann man Herausforderungen da überwinden? Wie sind auch vielleicht Wünsche jetzt an eine übergeordnete Ebene, vielleicht an die Verbände, den Deutschen Landkreistag oder auch an den Gesetzgeber? Wer möchte dazu was sagen? Ich würde, gerne zu starten, und zwar sprechen wir bei Startups viel von Skalierung, und in der öffentlichen Verwaltung erleben wir das zumindest auch häufiger, aber eher in einer anderen Form, nämlich dass die Komplexität oder die Dauer der Entscheidungsfindung eben mit der Größe einer Kommune skaliert. Das heißt, gerade Sie hatten es ja auch vorhin angesprochen, kleinere Kommunen, wie kommt man da eigentlich hin? Ja, das ist eigentlich recht einfach, weil da muss man viel weniger Leute überzeugen. Und oftmals ist es dann eben der Bauamtsleiter, Bauhofleiter, der schon total überzeugt ist vom System, und dann ist der Schritt zur Beschaffung nicht so weit. Gerade wenn Sie größere Städte, ich schiele da vielleicht mal so auf Stuttgart anschauen, das ist jetzt halt unser lokales Thema, bis Sie da eben, da sind vielleicht die Personen, die es am Ende betrifft, die damit arbeiten müssen, die eigentlich auch diese Entscheidung treffen sollten, sind total überzeugt, aber bis es dann zur Entscheidung kommt, dauert das eben Monate oder Jahre. Und das ist für uns eine große Herausforderung oder mit sogar die größte Herausforderung, an dem wir eben tagtäglich arbeiten. Ja, kann man sich vorstellen. Ich erinnere mich, Hamburg hat irgendwie 70.000 Mitarbeiter in der Verwaltung. Das ist natürlich auch nicht nur eine Kommune, sondern ein Stadtstaat. Und die haben ja nun diese Lösung gefunden mit ihrer eigenen Einheit. Wer hat sonst noch Bemerkungen zu den Herausforderungen? Was ist das Besondere, worauf man sich einstellen muss? Ja, ich würde da auch direkt anknüpfen. Das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Oftmals sind die Prozesse, die für Städte natürlich sind, für Startups eine deutlich größere Herausforderung, weil man natürlich Planbarkeiten nicht wirklich hat. Das heißt, bekommt nicht unbedingt schnell zu einem Ergebnis. Jetzt bei uns ging es natürlich relativ schnell, aber wir merken das bei anderen Kommunen auch, dass da Prozesse sehr, sehr lange dauern. Und das ist natürlich für Startups einfach immer eine viel größere Herausforderung, als das für Kommunen ist, denen das, naja, inhärent ist, so zu agieren. Vielleicht ein Vorschlag von meiner Seite: bei Kommunen ab einer gewissen Größe, würde ich behaupten, lohnt es sich wahrscheinlich bei jeder Kommune, einen Digitalisierungs-, sei es jetzt eine Taskforce, einen Beauftragten zu haben, der gar nicht eine feste Zuständigkeit oder einen festen Aufgabensatz von der Stadt vorgelegt bekommt, sondern vielleicht ein bisschen freier agieren kann, sodass Unternehmen, die in digitalen Projekten irgendwie auf die Stadt zukommen wollen, einen Ansprechpartner haben. Und wenn dieser Ansprechpartner dann halt eben auf den richtigen Ebenen innerhalb der Kommunen vernetzt wäre, dann müsste man halt eben ganz viele von diesen, jetzt Hamburg, wie Sie gesagt haben, als Beispiel, von diesen 70.000 Mitarbeitern nicht durchlaufen. Natürlich durchläuft man die nicht, aber auch 15 Leute, wenn dann halt wirklich Monate zwischen Projekten und Urlaub und alles, was halt solche Sachen verzögert liegen, dann werden da ganz schnell diese großen Zeiträume durch. Und ich glaube, wenn man da wirklich einen Ansprechpartner hätte, der innerhalb der Stadt gut vernetzt ist, würde das die Arbeit deutlich erleichtern für uns, und natürlich würde es einfach auch die Stadt erfolgreicher machen, weil viel mehr relevante Angebote wirklich bei den Entscheidern ankommen würden. Ja, Stadtland Digital hat dazu ja auch diese CDO-Foren eigentlich und digitalen Kaffeerunden für die CDOs etabliert, und das ist tatsächlich ein Punkt, der auch immer wieder genannt wird. Jetzt ist zumindest jemand da, in dessen Kopf laufen diese ganzen Digitalisierungsprojekte in der Stadt, nicht unbedingt nur von der Stadtverwaltung, auch irgendwo zusammen. Und der kann als Ansprechpartner und Verteiler fungieren. Gibt es noch weitere Ideen, Anmerkungen zu den Herausforderungen?
Also das kann ich bestätigen, meine Lieblingsgespräche sind eigentlich immer mit CDOs, weil ich finde, die haben so einen tollen Metablick. Also gerade auch bei dem Thema Daten, wo man sich ja nicht auf ein Datensilo, was ja häufig dann in einer Arbeitsgruppe zum Beispiel liegt, konzentrieren möchte, sondern vernetzt denken, da finde ich, sind das häufig ganz spannende Gespräche. Und ich glaube, was wir auch festgestellt haben, ist, dass die klassische Ausschreibung für uns herausfordernd ist, muss man sozusagen. Das ist sehr langwierig, da fließen sehr viele Ressourcen rein und hinterher liegt man dann als Startup, als junges Unternehmen dann vielleicht wegen formaler Kriterien dann tatsächlich wieder raus. Insofern sind da neue Beschaffungswege tatsächlich, wie zum Beispiel jetzt hier mit in Hamburg, was es ja immer mehr gibt, auch mit dem GovTech Campus etc. Das ist natürlich nochmal ganz spannend, weil man sich da so ein bisschen aus dem gelernten, langwierigen Prozess ein bisschen befreien kann und ein bisschen kreativer oder innovativer sein kann. Das funktioniert dann doch besser. Und wenn ich da vielleicht direkt noch was hinzufügen darf, ja, gerne. Nicht nur den Prozess zu schaffen, sondern dann auch den Mut oder für den Mut zu werben, diese neuen Prozesse auch zu gehen. Also was glaube ich aus unserer Sicht wirklich einer der wichtigsten Faktoren ist, dass die andere Seite den Mut hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Natürlich ist es was anderes, mit einem 20 Jahre alten etablierten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig bemühen wir uns unheimlich um die Professionalität. Wir kriegen sehr gute Resonanz, dass wir ein super Geschäftspartner sind. Und da auch mal zu sagen, wir gehen das, ich sag mal, Risiko ein, um eine neue Innovation auch möglichst schnell für Bürgerinnen und Bürger in die Anwendung zu bringen. Also das denke ich auch immer selber persönlich als Bürgerin unseres Landes, ist doch eigentlich schade, dass wir so lange auf Innovationen im öffentlichen Bereich warten müssen, die in der Privatwirtschaft schon angekommen sind. Dabei würden die unser aller Leben einfacher machen. Also da möchte ich für Mut werben, mit jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die tolle technologische Lösungen mitbringen. Ja, vielen Dank für diesen Appell. Ich glaube, ja, Frau Matthies. Und ich glaube, wir sind auch alle schnell. Also was Flora gerade meinte, also wir haben innerhalb von 3 Monaten tatsächlich ist die Lösung live und funktioniert. Wenn sich jetzt irgendwie ein Beratungsunternehmen dazu holen, die irgendwie ihr SAP anpassen soll oder was weiß ich was, das dauert in der Regel länger. Also insofern, es zahlt sich dann doch aus, wenn man da sagt, wir probieren das mal aus. Das hört sich verlockend an, weil 3 Monate passt, glaube ich, von der einen Ausschusssitzung zur nächsten Ausschusssitzung. Und die politischen Vertreter sind ja manchmal auch ganz ungeduldig und kennen vielleicht aus ihrem eigenen Umfeld tolle Lösungen und die wollen sie dann auch in ihre Stadt oder in ihre kleine Gemeinde bringen. Vielen Dank für die tolle Diskussion. Vielen Dank an unsere 4 Gäste. Ich fand es wieder mal sehr spannend, wie man auch konkret etwas in Kommunen umsetzen kann. Gerade im Digitalisierungsbereich, wo wir alle denken, ach, da müsste es doch eigentlich schneller gehen oder müsste es doch besser gehen. Und es gibt so viele tolle Lösungen. Und warum macht meine Stadt das noch nicht? Wir sind, glaube ich, wieder der Realität ein Stück näher gekommen, aber zum Glück im positiven Sinne. Es gibt viele tolle Beispiele. Ich wünsche den Gästen hier ganz viel Erfolg bei der Akquise weiterer Kommunen und weiterer toller Ideen und freue mich also wieder mal von den Startups dann zu hören. Bei uns geht es heute Nachmittag noch weiter bei der DIF-Konferenz. Morgen sehen wir uns zur digitalen Kaffeerunde nochmal mit dem CDO der Landeshauptstadt Stuttgart und ich bedanke mich fürs Zuhören, gebe jetzt nochmal an unsere DIF-Konferenzmoderatorin Laila Weiter, die erklärt, wie es heute Nachmittag weitergeht. Vielen Dank an alle und noch einen schönen Tag. Genau, vielen Dank auch von mir nochmal. Eigentlich hat Frau Hillebrand die perfekten letzten Worte gesagt, deshalb will ich gar nicht zu viel sagen. Ich möchte euch bzw. Sie nur nochmal daran erinnern, dass wir heute Nachmittag das Thema Energie und Versorgung bei uns haben. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, dann sehen wir Sie in ein paar Stunden schon wieder. In diesem Sinne, vielen Dank und bis hoffentlich später. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss.